In meinem letzten Video hatte ich ja erwähnt, es sind manchmal die absoluten Basics, die Grundlagen, die dabei helfen können, Schwierigkeiten beim Skisport zu lösen, wenn es ums Treffen geht. Auf eines dieser Problemstellungen möchte ich heute mal eingehen und habe dafür auch etwas vorbereitet, um es zu visualisieren. Und zwar geht es heute um dieses Phänomen des Links-Unten-Treffens. Viele von euch werden das wirklich kennen, gerade bei den Einsteigern. Ihr habt eine Pistole, ihr schießt auf 25 Meter, da fällt es am stärksten auf. Und komischerweise, ihr habt eine schöne, relativ enge Gruppe, aber die sind alle links unten. Einer der Gründe, die sehr, sehr gerne angeführt werden, die sogar zutrifft auf dieses Problem, nennt sich Melken. Oder wie die Amis es auch sagen, Milking the Cow. Und zwar geht es da um eine natürliche Handbewegung beim Greifen. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, viele können sich, und so geht es mir, bis ich ein bestimmtes Video von Chris Synok gesehen habe, genauso, dass ich einfach nicht verstanden habe, was damit tatsächlich gemeint war, als immer, wenn immer gesagt wird, melken. Dieses Melken bezieht sich tatsächlich auf die Handbewegung beim Melken einer Kuh. Und zwar geht es ja darum, bei einer Kuh, mit der rechten Hand mache ich beim Melken eine runter und leichte Linksbewegung, mit der linken Hand genau umgekehrt, runter und leicht rechts. Das heißt, das, was ich jetzt versuchen werde zu erklären, könnt ihr rechte Hand wie auch linke Hand einfach nur spiegelverkehrt betrachten. Was bedeutet das denn tatsächlich beim Schießen? So, ich habe jetzt einfach mal zwei Sachen vorbereitet. Nummer 1, wir haben jetzt hier ganz normal meine Glock 17. Um es zu verdeutlichen, lege ich jetzt mal ganz bewusst die Pistole ein bisschen falsch in die Hand. Dieses Melken wird erzeugt, wenn die Pistole falsch gehalten wird. In vielen meiner Videos, wo es um das Thema Griff geht, sage ich immer wieder, die Pistole muss in der Mitte zwischen Daumen und Zeigefinger platziert werden und dann so hoch wie möglich. So, wenn ich jetzt aber hingehe und ich bin der Meinung, ich habe die Pistole mittig, sieht sogar danach aus, und ich richte sie jetzt einfach mal auf die Kamera und ich drücke und ich greife jetzt die Pistole. Seht ihr, was mit der Mündung passiert? Sie wandert nach links unten weg. Und das ist diese natürliche Melkbewegung. Drehe ich die Waffe jetzt noch ein bisschen weiter in der Hand und mache das dann, seht ihr, wird es bedeutend weniger. Um dieses Thema zu visualisieren, nehme ich mal meine CZ-75 Kadett und habe mal hier einen sogenannten Boresighter eingesetzt. Der Boresighter, Magazin ist übrigens leer, es befindet sich keine Patrone in der Kammer und dieses Setup ist vor dem Waffengesetz legal. Da gibt es Feststellungsbescheide für diese Systeme, da sich keine Patrone in der Waffe befindet. Denn wir haben jetzt tatsächlich ein Laserzielgerät. Aber es befindet sich in dem Lauf und nicht an der Waffe, sonst wie unten in der Pickerschiene oder wie auch immer. So, das heißt, wir schalten jetzt mal den Laser ein. Und jetzt habt ihr eine Einblendung der zweiten Kamera auf eine Scheibe. Und jetzt greife ich einfach mal. Seht ihr, was beim Greifen mit dem Laserpunkt passiert? Und jetzt stellt euch mal vor, das sind 25 Meter. Jetzt drehe ich die Waffe in der Hand und zwar so, dass ich mittig bin. Natürlich wird es noch immer ein bisschen wackeln. Es wackelt natürlich wie Hulle. Aber ihr seht, ich wandere nicht mehr so stark nach links unten weg. Das bedeutet, der richtige Griff ist eminent wichtig, um tatsächlich geradeaus zu schießen und nicht diese Trefferlage unten links zu erreichen. Am Beispiel der Glock will ich es nochmal verdeutlichen. Und zwar, wir möchten hingehen und immer zusehen, dass der Griff der Waffe genau in der Mitte zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Nur dann habt ihr, wenn ihr quasi diesen quasi Hüftschuss macht, eine gerade Linie. Euer Arm ist tatsächlich hinter der Waffe und nicht irgendwie weggeknickt, was bedeuten würde, die Waffe würde irgendwie sich total in der Hand verkanten. Das wird jetzt total ungewohnt für euch sein, glaubt mir. So, wenn wir jetzt mal den Abzug spannen, seht ihr, mein Finger, ich kann nur noch wirklich mit fast der Mitte des ersten Gliedes an die Waffe kommen. So, jetzt kombinieren wir das Ganze mit diesem Thema richtigen Stand. In meinem Fall muss ich halt ein bisschen mich verdrehen, damit ich in meinen neutralen Stand reinkomme. Und dann seht ihr, bin ich mit meinem Schussarm
hinter der Waffe. Wäre ich jetzt im Eishockey stand mit meinem Griff, bin ich nicht mehr wirklich hinter der Waffe. Das heißt, ich muss mich drehen, ich bin mit dem Arm, ich bin in einem leichten Weaver Stance, ich weiß. Aber das ist tatsächlich erforderlich. Und dann, und zwar nur dann, habt ihr den ersten Teil gemeistert, damit ihr tatsächlich geradeaus schießt. Ihr müsst die Waffe tatsächlich in die Mitte zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das bedarf tatsächlich Übung, Übung, Übung. Das spielt keine Rolle, ob das eine Glock ist, ob das eine P07 ist, eine CZ75. Das bezieht sich auf alle Kurzwaffen. Anders wird das nicht funktionieren. Das bedeutet, ihr müsst physikalisch gegen diesen natürlichen Melkgriff, diese natürliche Melkbewegung, die Waffe in der Hand positionieren. Und dann ist auch die Position des Zeigefingers, des Abzugsfingers, nicht mehr so eminent relevant, wie es manche vielleicht tatsächlich glauben. Probiert es mal selber aus. Ich werde es bei meinem nächsten Schießen, das wird aber erst nächstes Jahr sein, selber auch so versuchen zu praktizieren und tatsächlich auch in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. In diesem Sinn, macht's gut.